Florian Huber mein Name, gerne Florian oder Flo. Ich hoffe, ich kann euch das Du anbieten mit der Gegenseitigkeit, dass wir uns da relativ entspannt unterhalten können. Und von dem her würde ich jetzt direkt einfach mal reinstarten. Denke, dass ich so in 20 Minuten mit meinem Part durchkomme. Und dann freue ich mich natürlich vor allem auf eure Reaktion, auf die Diskussion, auf die Fragen, die dann im Anschluss kommen. Den Titel habt ihr gesehen und Blended Learning in der Trainerausbildung abseits des Fußballplatzes. Natürlich geht es trotz alledem um eine Trainerausbildung und da haben wir jetzt zum Jahreswechsel umstrukturiert und das Thema Blended Learning hatten wir jetzt schon ein paar Jahre davor, auch mit einem Online-Campus, den wir dazu eingeführt haben, aber grundsätzlich das ganze Thema, welche Inhalte kann man über Blended Learning transportieren? Da haben wir uns nochmal sehr umfassende Gedanken gemacht. Und da will ich euch einen kleinen Einblick in unsere Grundsätze geben und dann an einem konkreten Beispiel das Ganze mal versuchen zu erklären. Ganz kurz zu mir. Ich bin aus der Nähe von Augsburg, habe in Bochum studiert, war kurz in Bremen, bin jetzt in Frankfurt, arbeite seit 2014 beim Deutschen Fußballbund, immer in der Trainerqualifizierung, davor auf Landesverbandsebene, also sprich eher im Breiten- und Amateurfußballbereich, bin jetzt in dem Bereich der ja eher leistungsorientierten Trainerlizenzen. Im Großen und Ganzen ist Erwachsenenbildung, Methodik, Didaktik, Medienkompetenz so mein Steckenpferd oder mein Schwerpunkt in der Arbeit. Das ist die Agenda. Kurz der grobe Umriss, welche Inhalte sind unser roter Faden in der Trainerausbildung? Welche Methodik ist unser Hauptschwerpunkt? Und in welchen Formaten setzen wir es um? Und konkret bei der Umsetzung ein Beispiel. Bevor es losgeht, vielleicht auch ein kleiner Aufwecker, wo ihr euch niedergelassen habt, von wo ihr euch aus zuschaltet. Das würde mir helfen, um so ein bisschen reinzukommen, um vielleicht den einen oder anderen Brückenschlag schon zu machen. Wer Zoom schon öfter genutzt hat, der kennt das vielleicht, die Stempelfunktion. Ihr müsst über Optionen dann auf das Feld Kommentieren klicken und könnt dann über die Stempelfunktion hier einen Marker setzen. Wunderbar. Wir werden die Funktion gleich auf der nächsten Folie auch noch nutzen. Grundsätzlich könnt ihr aber das Fragezeichen, natürlich auch ein Stern oder ein Haken oder was auch immer, aber ich glaube, das Fragezeichen bietet sich logisch an, auch auf den übrigen Folien verwenden, falls euch irgendwas unklar ist. Dann habe ich zumindest für mich einen kleinen Marker, dass wir das in dem hinteren Part der Fragen und Diskussionen nochmal aufnehmen können. Okay, ich sag mal, der südostdeutsche Raum ist komplett ausgeblendet. Das ist nicht schlimm. Okay, wir haben Rheinland, Saarland, Berliner. Alles klar. Ah ja, doch. Die. Und Franzosen oder Schweizer. Oder einfach Verklickte. Gut, dann erstmal schön, dass ihr alle da seid. Und dann starte ich jetzt inhaltlich mit einer Vorabfrage noch, um euch auch inhaltlich ein bisschen einordnen zu können oder vom Erfahrungsschatz. Habt ihr Blended Learning Erfahrung in eurer, seid ihr überhaupt in der Ausbildung tätig? Gibt es da einen Erfahrungsschatz, auf dem ihr dann auch aufbauen, auf dem ich ein bisschen aufbauen kann? Da würde mir helfen, wenn ihr euch in diesem Kästchen verewigt. Seit 2020 ist so der Corona-Klassiker, muss man sagen, dass dort dann vielleicht ein bisschen Fahrt aufgenommen wurde im digital-analogen Zusammenspiel. Vielleicht seid ihr nicht aus dem Bildungsbereich, dann könnt ihr natürlich auch noch nicht anklicken oder seid schon früher unterwegs. Da würde mir eine kurze Einschätzung helfen. Okay, das sieht doch schon mal auf jeden Fall erfahren aus. Sehr schön. Da erhoffe ich mir vor allem dann im letzten Part ein bisschen auch eine Rückmeldung von euch und würde mich freuen, wenn wir da in den Austausch kommen. Okay, dann switche ich weiter und komme auf den Inhalt. Bei uns in der Trainerausbildung haben wir das Trainerentwicklungsmodell für uns definiert und ich will es gar nicht zu komplex halten. Ihr seht in der Mitte das Trainer-Ich, also die Trainerpersönlichkeit und ihr seht außenrum
das Spiel und die Spielerinnen, also der klassisch fußballspezifische Aspekt, dann das System Fußball mit Medien, mit Beratern etc. pp. Ob das im Kinderfußball ist und es sind wirklich nur die Eltern oder ob das am Ende ZDF und der Kicker und die Bildzeitung ist, das ist völlig variabel, aber grundsätzlich gibt es sämtliche Felder und auch das Thema Organisation. Bin ich in einem Verein tätig? Bin ich in einem Leistungszentrum tätig? Welche Stakeholder sind da bei mir mit im direkten Umfeld dabei? Das sind die vier Bereiche, das Trainer-Ich, Spiel, System und Orga. Aber auch hier gibt es auch Funktionen, die man als Trainer irgendwie leisten muss. Also das Entwickeln von sich selbst, das Verstehen von sich selbst und das Managen. Logischerweise in der Reihenfolge Verstehen, Managen und Entwickeln in dieser Stufigkeit. Und dazwischen sind natürlich immer Menschen. Also die Spieler erreiche ich natürlich nur, indem ich den Mensch-Spieler erreiche. Und das System beeinflusst sich natürlich auch nur in der Hinsicht, wenn ich die Menschen darin erreiche. Und das wird auch gleich noch dann der Schwerpunkt in unserer Umsetzung. Also das ist unser inhaltlicher roter Faden, den haben wir von oben bis unten durchgezogen. Natürlich immer akzentuiert, ob wir eher im Leistungsbereich oder im Amateurbereich sind, ob wir eher im Jugendbereich oder eher im Erwachsenenbereich sind. Unsere Methodik. Auch nur ein kleiner Einblick beziehungsweise ein Auszug davon ist der Vierklang. Der Vierklang startet in der Regel mit dem Vorwissen aktivieren, zu gucken, wo der Klassiker, wo steht der Teilnehmer, woran kann man ansetzen, aber nicht nur, was hat er da, sondern dass er auch schon mit oder sie mit ihrem Vorwissen dann auch schon mal ins Arbeiten kommt, das aktiviert und uns auch als Lehrgangsleiter, als Referenten, Referentinnen schon mal preisgibt, dass wir da einen besseren Eindruck von haben. Dann setzen wir darauf auf mit einer Referenz, geben unseren eigenen Impuls, unseren eigenen Input mit in die Waagschale, in den Lehrgang, bieten Wissen an. Und der dritte, fast entscheidende Akt, muss man sagen, ist die Umsetzung. Also wie kriege ich es hin, aus diesem Wissen, ja, ein Können zu machen? Und letzten Endes dann in die Kompetenzorientierung zu kommen. Und das Können alleine steht dann nicht für sich, sondern wir wollen das über eine Reflexion, über einen Feedback-Prozess, Feedback, Feedback, Feedforward, wollen wir hier quasi die weiteren Entwicklungsschritte auch definieren. Also diese vier Bausteine, diese vier Klänge bilden letzten Endes unsere grobe Methodik ab, in der wir jedes inhaltliche Thema, das wir aus dem Entwicklungsmodell kennen, letzten Endes versuchen umzusetzen. Das Format, wie setzen wir das um? Und jetzt kommen wir zur Überschrift dieser Session, ist logischerweise Blended Learning. Hier mal eine schematische Darstellung, so wie wir es auch in einer Lizenz umsetzen. Wir haben eine Vorphase, Kennenlernen, Organisation, in den Kurs mal so reinschnuppern. Und dann geht es im Prinzip immer in so Bündeln von Präsenzphase und Anwendungsphase im 4-Wochen-Rhythmus quasi weiter. Präsenzphase 1, Anwendungsphase 1, Präsenzphase 2, Anwendungsphase 2 und so weiter und so fort, bis wir am Ende mit der letzten Präsenzphase dann in der Abschlussleistung oder vor der Abschlusspräsentation stehen. Ist keine klassische Prüfung, ist aber ein anderes Thema. Also wir haben nicht den einen Stichtag Prüfung, sondern wir haben kleine Zwischenleistungen, die am Ende in einer Abschlussleistung münden. Die Abschlussleistung ist im Prinzip eine Präsentation der eigenen Entwicklung und dann noch das Abschlussgespräch, wo man dann gemeinsame Entwicklungsschritte weiter definiert. Also keine Klausur, keine Lehrprobe, kein dieser Judgment Day, wo es dann den Tag X gibt, der über Wohl und Wehe entscheidet, sondern eben ein ja selbst initiierter Entwicklungsprozess, die Erfolgsstory, die man selber setzt als Teilnehmer und da natürlich versucht, das Bestmögliche auch rauszuholen. Begleitet wird das, also Blended Learning verstehen wir nicht im klassischen Sinne zwischen analog und digital, sondern Blended Learning verstehen wir in dem Zusammenspiel zwischen der Präsenzphase im Lehrgang mit dem Lehrgangsleiter face to face und der Anwendungsphase im Heimatverein, wo ich im echten Setting, im eigenen Umfeld
dort dann auch umsetzen kann und nicht in irgendeiner Art Laborsituation, sondern in der Feldsituation, in der Echtsituation agieren kann. Und das Ganze ist begleitet über unseren Online-Campus, also eine Lernplattform, wo wir im Prinzip Leistungen aus der Anwendungsphase, eine Trainingsdurchführung, Interviewführung, über Video aufzeichnen lassen und in den Online-Campus einspeisen und dort beginnen dann Reflexionsprozesse. Aber dazu gleich in der Umsetzung mehr. Gut, wie sieht das jetzt in der Umsetzung aus? Exemplarisch an einem Beispiel will ich es jetzt mal kurz nochmal darstellen, wo wir uns befinden. Also wir beleuchten jetzt in dem Umsetzungsbeispiel mal die Personen. Wie gehe ich mit Personen um? Wie kann ich Personen erreichen? Wir sind vor allem in der Klangphase 3 und 4, also der Anwendung und dem Feedback, und befinden uns zeit- und ortstechnisch in der Anwendungsphase. Das nochmal grob zur Orientierung, wie dieses Beispiel jetzt zu verstehen. Wir haben uns die psychologischen Basisbedürfnisse herangezogen, um dieses Zwischenmenschliche mit einem Referenzmodell zu hinterlegen und dort daran uns entlang zu hangeln, um den Trainern auch etwas mitzugeben, wie sie jetzt diese unterschiedlichen Themenschwerpunkte mit ihren Personen, die um das Trainerentwicklungsmodell herumkreisen, auch möglichst konstruktiv angehen. Die psychologischen Basisbedürfnisse sind euch vielleicht auch so bekannt, sind diese vier hier: Bindung, Kompetenz, Freude und Autonomie. Und die stehen auf der einen Seite. Das ist quasi das, was wir erreichen wollen, das Ziel, diese Basisbedürfnisse quasi irgendwo auch zu befriedigen, zu erlangen beim Gegenüber. Und auf der anderen Seite haben wir das Modell von Coaching-Faktoren. Und das ist das sogenannte BISETS-Modell von Lothar Linz. Und hier, BISETS ist letzten Endes nichts anderes als die Abkürzung von Beziehung, Inhalt, Sprache, Struktur, Emotion und Zeit. Also diese Faktoren kann man letzten Endes nutzen, in der Hoffnung, dass man dann auf der anderen Seite auf das Ziel der Basisbedürfnisse ankommt. Das heißt, unser Übertrag sollte im Idealfall so sein, dass wir von hier nach da kommen. Und der Transporter, das bin ich, die Trainerperson. Und das ist ein ganz großes Ziel, weil ihr seht, diese ganzen inhaltlichen Komponenten, der äußere Ding, der ist völlig irrelevant für diesen Bereich, weil dieses Modell und die Basisbedürfnisse letzten Endes bei jedem Thema, sei es im Austausch mit den Spielerinnen und Spielern, mit den Co-Trainern, mit dem Staff, mit Medien, mit dem Vorstand etc. pp., immer eine Rolle spielen für eine erfolgreiche Umsetzung, was immer ich auch vorhabe. Will ich die Spieler motivieren? Will ich die Spieler zu Autonomie befähigen? Will ich einen neuen Vertrag? Will ich etc. pp.? Also das sind eigentlich unsere Rahmenbedingungen, um am Ende auch erfolgreich als Trainerpersönlichkeit dann auch zu bestehen. Wir kommen schon zu den Beispielen. Was ihr hier seht, ist der direkte Einblick in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ihr seht auf dem Bild den Einblick in eine Trainersitzung, wo es jetzt darum geht, quasi die Gedanken eines Trainers, der vorne präsentiert, an seine Trainerkollegen, an seinen Staff zu übertragen. Ja, es ist eine eigenständige Arbeit der Trainingseinheit. Wie nehme ich jetzt die Kollegen mit, dass sie dort als Trainieren im Team, ein inhaltlicher Schwerpunkt, also gemeinsam auf dem Platz stehen, unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, aber mit dem Ziel, alle Spieler und das Team besser zu machen, wie kann das verfolgt werden? Und über diese Coaching-Faktoren, hier jetzt aber nicht in einem klassischen Coaching-Szenario auf dem Platz, sondern eben im Trainerbüro, so wie kann er die umsetzen? Und der zweite Einblick ist nicht nur, dass ihr hier jetzt eine Trainerbüro-Situation seht, sondern das Drumherum. Also ihr merkt schon, da ist ja irgendwie so eine Art Videoplayer hinterlegt. Das ist im Prinzip ein Teil unseres Online-Campuses. Das ist unser Social-Video-Player im Online-Campus. Und er ermöglicht im Prinzip hier nicht nur die Anwendung, die
Umsetzung hier im Verein, also in der Anwendungsphase, im direkten Kontext sichtbar zu machen, sondern er ermöglicht eben auch, und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, hier an Punkten das Thema Reflexion anzugehen. Und ich löse hier mal auf, der Videoplayer ist etwas breiter als nur das Videobild, sondern er wird ergänzt quasi durch eine Art Kommentarmöglichkeit. Und alle diese Punkte hier sind nichts anderes als Kommentarbobbel. Und dieser gelbe hier ist letzten Endes dieser gelbe, der hier an dieser Zeitleiste ist. Und der Lehrgangsleiter oder der Experte, der Referent in diesem Moment hat ihm im Prinzip hier auch dann entsprechend schon einen Kommentar hinterlassen, ein erstes Feedback gegeben. Und das geht natürlich weiter runter. Also ihr merkt, das ist nicht nur ein Kommentar, sondern hier wird auch noch auf Prinzipien eingegangen, etc. pp. Ihr seht es auch an der Zeitleiste. Hier werden mehrere Anhaltspunkte erkannt und werden auch entsprechend in dem Reflexionsprozess mit dem Teilnehmer dann auch entsprechend angegangen. Genau, das ist der doppelte Einblick. Einmal in die tatsächliche Trainerarbeit, dann aber auch entsprechend in die Reflexionsarbeit, die wir über den Campus nicht ausschließlich machen. Das ist die erste Möglichkeit, in einen Austausch zu kommen, asynchron, digital. Aber es ist eben auch der Anfang, um erste Impulse, Diskussionen, Schwerpunkte zu identifizieren für Individualisierungsphasen, die dann wieder in der Präsenz stattfinden. Präsenz hat ihre klaren Stärken, Face-to-Face, analoges, soziales, psychologisches. Das wollen wir auch in keiner Weise irgendwie reduzieren, sondern wir wollen es über solche Möglichkeiten gut vorbereiten, gut vorstrukturieren und entsprechend vor- und nachbereiten durch die Hilfsmittel, die uns da zur Verfügung stehen. Ein zweites Beispiel, ähnliche Richtung, ähnliches Setting. Ihr merkt hier, das ist ein Gespräch. In dem Fall ist es nicht aus dem Live-Setting, sondern das sind zwei Lehrgangsteilnehmer, tendenziell eher als Rollenspiel zu verstehen. Und auch hier Videoaufnahme. Und ihr merkt schon an den zwar verpixelten Gesichtern, aber hier ist der Austausch schon deutlich größer zwischen mehreren Teilnehmern dann auch forciert worden. Da arbeiten wir nicht nur irgendwie zwischen Referent und Teilnehmer, Teilnehmerin, sondern eben auch zwischen den Teilnehmenden, dass dort Mikrogruppen oder die Gesamtgruppe sich austauschen, je nachdem, welchen Aspekt wir fokussieren oder was in dem Fall halt auch Sinn macht.